Hallo Leute, willkommen zu einem Video, auf dem ich auf ein Video eines Muslims reagiere. Asem, der auf ein Video von mir reagiert. Ein virtueller Dialog auf Distanz. Er selber hat mir übrigens nichts davon gesagt. Andere haben mich darauf aufmerksam gemacht. Es scheint, er ist wohl wie fast alle Muslime halt zu feige, sich mit mir zu unterhalten. Na, in meinem Video über die Gelüste Allahs aus der neuen Serie Islaminfo mache ich auf den Widerspruch aufmerksam, der entsteht, wenn ein Gott nichts braucht, aber das so sehr, dass er ein ganzes Universum erschafft mit Millionen, Sextillionen von Sternen, Planeten und Monden, samt einem winzigen Planeten mit Milliarden von Menschen, die nur eine einzige Aufgabe haben, diesen Gott anzubeten. Der das nicht braucht, aber diese Menschen kreiert, um ihn anzubeten und zu dienen, sonst nichts, was er aber nicht braucht. Gleichzeitig mache ich mich über die Formulierung lustig, die Islam-Apologeten dauernd benutzen, wenn sie Ungläubige adressieren, die ja nur ihren Gelüsten folgen, nicht ihrem Intellekt. Und Asem merkt in seinem Eifer nicht, dass er, in seinen gut 3 Minuten, mein Argument bestätigt und es sogar bekräftigt. Und den Kommentaren nach haben es seine Zuschauer auch nicht bemerkt. Wahrscheinlich, weil sie mein Video gar nicht gesehen haben. Aber der Reihe nach. Also erstmal, ich begrüße die Tatsache, dass hier jemand direkt und schnörkellos auf mein Video reagiert. Ohne den üblichen Singsang im Hintergrund und einfach nur den Inhalt kritisiert, ohne Bettelei und ohne Polemik, zunächst jedenfalls. Und das sachlich, ruhig und fokussiert. Super. Und nur um das klarzustellen, ich habe keinen guten Grund, an die Existenz von Göttern oder Göttinnen zu glauben, also lasse ich es. Und ich finde, dass die Götter, die in den Gehirnen von ein paar Leuten existieren, in ein Museum gehören, da die heute keinen Mehrwert mehr darstellen oder irgendeine Daseinsberechtigung haben, sondern nur für Leid und falsche Hoffnung sorgen. Aber wenn das seine Definition von Atheist ist, dann bin ich Atheist. Asem sagt, er spielt mein Video ab, welches 2 Minuten 44 lang ist. Er zeigt aber nur die ersten 17 Sekunden, in denen ich zugegebenermaßen provokant und ironisch das Wort Gelüste gebrauche, da es zum Lieblingswortschatz von Islam-Apologeten gehört. In meinem Video erkläre ich aber dann, warum das Konzept des Gottes keinen Sinn macht, wenn es um die Behauptung geht, der Islam-Gott brauche nichts. Und das lässt Asem aus. Leider. Aber ein kleiner Atheist namens Stefan Kees bezeichnet Allah so. Nein, ich bezeichne nichts. Ich zeige einen Widerspruch auf, mehr nicht. Ich stelle die Frage, ist es ein Gelüst? Eine dringende, starke Lust auf etwas haben und die Dschinn erschaffen hat, damit wir ihm dienen. Weil für mich gibt es da keine andere Erklärung. Und in meinem Video erkläre ich en Detail, warum dies ein Widerspruch ist, was daran ein Widerspruch ist und das nur intern. Also mit den Quelltexten des Islam. Und Asem bekräftigt jetzt meine Darstellung, indem er eine Definition für Gelüst vorbringt und dann genau meiner Argumentation folgt und zeigt, dass es ein Widerspruch ist. Er bestätigt also meine Aussage. Danke. Im Video springt er ja zwischenher und du so hin und her und kann sich auch nicht so richtig auf eine einheitliche Linie einigen. Er bringt letztendlich nur ein sehr schwaches Argument vor. Allah hat Eigenschaften. Das ist ein Argument. Und diese Eigenschaften, die werden im Koran beschrieben. Und warum folgt das eine aus dem anderen? Das tut es doch nicht. Also erstens gibt es keine einheitliche Liste dieser 99 Attribute, die fälschlicherweise oft als Namen bezeichnet werden. Zweitens ist ein Attribut barmherzig keine Begründung dafür, dass 999 von 1000 Menschen für immer gefoltert werden. Und drittens, es ist nicht barmherzig, Menschen zu erschaffen, nur um von denen angebetet zu werden. Und viertens, es ist auch nicht barmherzig, Menschen zu erschaffen, nur um sie für immer zu foltern oder als Sklaven leben zu lassen.
Und fünftens wäre es also besser für die Menschen gar nicht erschaffen worden zu sein. Deine Absicht war es zu provozieren, deswegen hast du diesen Begriff verwendet, du Heuchler. Ich Heuchler? Wenn ich provokant bin, bin ich ein Heuchler? Nee, mein Junge, so bitte nicht. Also ein Heuchler ist jemand, der etwas anderes tut, als er sagt oder der anderen etwas vorspielt. Anstatt ein Wort wie Verlangen oder Begehren oder sowas zu benutzen, nehme ich das Wort, das Islam-Apologeten ständig benutzen, um Ungläubige zu bezeichnen. Gelöst. Das nennt man Synonym. Asim hat keine Argumente, um meine Argumentation zu widerlegen und muss daher mich wohl persönlich angreifen. Sonst ist da nichts. Danach bestärkt er wieder meine Argumentation und zeigt das Gelüst Allahs, nämlich bedient und angebetet zu werden. Warum Asim das macht, das weiß ich allerdings nicht. Irgendwie geht er davon aus welchem Grund auch immer, dass ich noch nie auf die Idee gekommen bin, mir diese Attribute mal anzusehen. Das habe ich und werde dann auch in einer späteren Episode von Islam Info zeigen, wie bescheuert diese Liste tatsächlich ist. Und überhaupt, wie kann ein menschliches Attribut oder Persönlichkeitsmerkmal, wie kann das erklären, warum jemand etwas erschafft, wenn es nicht gebraucht wird? Das macht doch keiner. Kauft ein Mensch, der keine Windeln braucht und in absehbarer Zeit auch keine brauchen wird, plötzlich 100.000 Windeln? Ohne Grund. Wohl kaum. Braucht Allah Windeln? Nein. Also stellt er auch keine Windeln her. Braucht Allah Planeten? Nein. Also stellt er Trilliarden, Milliarden, Trillionen oder weiß ich wie viele Planeten her. Was ist das Attribut für so ein Verhalten? Bis bald in einem anderen Video. Ciao for now.